willkommen in meinem Garten. Heute möchte ich das Thema Ringelblume behandeln. Ringelblume ist nicht nur eine schöne Pflanze, die man sich in die Vase stellen kann. Sie blüht nicht nur über mehrere Monate hinweg, sondern ist auch als Heilkraut zu bezeichnen oder als Heilpflanze zu bezeichnen. Die Ringelblume an sich lässt sich prima zu einem Auszug verarbeiten oder zu einer Salbe. Die Wirkung ist antibakteriell, entzündungshemmend, schmerzlindernd, krampflösend und regt den Kreislauf an. Also im Endeffekt lässt sich prima daraus eine Wunde- und Halssalbe herstellen, was natürlich nicht heißt, dass bei größeren Wunden nicht ein Arzt aufgesucht werden sollte. Ja, was brauchen wir, um eine Salbe herzustellen? Als erstes mal einen Auszug. Wir werden heute einen Kaltauszug ansetzen. Wir werden Kaltauszug verarbeiten, den ich vor einigen Wochen schon angesetzt habe. Und wir werden aus diesem Kaltauszug Ringelblumensalbe herstellen. Der erste Schritt ist eigentlich auch der mühsamste Schritt. Wir benötigen von der Ringelblume nicht den gesamten Blütenkopf, sondern ausschließlich die Blütenblätter. Es ist eine wahnsinn Sisyphus-Arbeit, die ganzen Blütenblätter von den Blüten zu entfernen. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Es muss getan werden, wenn man sich seine Salbe selbst herstellen möchte. Gehen wir es an und ernten heute mal die ersten Blütenblätter. Wie ich gerade schon erwähnt habe, brauchen wir ja nicht die gesamten Blütenköpfe, sondern ausschließlich die Blütenblätter. Hier ist jetzt der ganze Kopf mit abgegangen. Ist nicht so tragisch, zupfen wir die Blütenblätter ab. Eigentlich funktioniert es ganz gut, wenn man den Kopf festhält und die Blütenblätter entfernt. Die Blume an sich macht es nichts aus. In der Regel bildet die Pflanze trotzdem Samen. Aus. Die dann im nächsten Jahr wieder für die Ansaat verwendet werden können. Ja, wie viel brauchen wir von den Blütenblättern? Das kommt ganz auch darauf an, wie groß euer Gefäß ist, in dem ihr euren Auszug ansetzen wollt. Ich mache da immer eine ganze Menge rein. Jetzt werden wir hier erstmal was ernten und dann schauen wir weiter. Solltet ihr selber Ringelblumen anbauen wollen und keine Samen haben, schreibt mich einfach an. Gar kein Problem, wir haben genug davon. So, jetzt ernten wir hier noch ein bisschen was. Macht ja jetzt keinen Sinn, wenn ich schon alles verrate. Dann habe ich nachher bei der Produktion selber nichts mehr zu erzählen. Dann sitzen wir da rum und wissen nicht, was wir erzählen sollen. Ich ernte jetzt hier mal weiter. Also das ist die Menge, die ich bisher habe. Na, ich mache da jetzt mal ein ganzes Stückchen noch weiter. Und dann bin ich direkt wieder da. Wie ihr seht, habe ich jetzt einen Großteil von diesem Stück hier abgeerntet. Habe aber auch noch ein bisschen was stehen lassen. Jetzt zeige ich euch mal noch ganz schnell, wird ein bisschen knacken, zeige ich euch mal noch ganz schnell die Blütenstände, also die Blüten an sich. Und die Samen. Wenn man sich das hier, na, mal schauen, ob ich scharf kriege. Hier sehen wir noch einen Rest der Blütenblätter. Wenn wir die jetzt hier entfernen, sehen wir hier drunter direkt schon die Samen, die sich bilden. Hier haben wir genau das gleiche. Hier
drunter sind die ganzen Samen. Also jede Pflanze produziert locker mal so 50 Samen, jede Blüte. Und das Gute an der Ringelblume ist eigentlich, dass sie relativ produktiv ist. Und das heißt, die Pflanze blüht gleichzeitig und produziert Samen, sodass eigentlich in den nächsten 2 Monaten immer schöne Blüten da sein werden. Ja, sieht man es ganz gut. Das sind dann die einzelnen Samen hier drauf. Zurück an meinem Standplatz im Garten. Hier habe ich jetzt die Ernte von gerade eben aus von diesem laufenden Meter oder 1,5 Metern Ringelblumen. Wie ihr seht, ich hatte nicht alles abgeerntet, sondern nur wirklich die größten Blüten. Und das, was schon verblüht ist, habe ich auch stehen lassen. Die Samen habe ich euch auch noch gezeigt. Die sind jetzt noch nicht ganz reif, die werden dann braun. Und die ernte ich dann ab, kurz bevor die Samen von alleine abfallen. Ja, sehe ich dann nächstes Jahr wieder aus und habe dann wieder eine ganze Menge Ringelblumen. Das heißt, ich mache mir eigentlich jedes Jahr eine Ringelblumensalbe. Ja, was brauchen wir für den Kaltauszug? Wir brauchen Blütenblätter. Wir brauchen Öl. Dann nehmt ihr am besten ein Sonnenblumenöl. Eigentlich könnt ihr fast jedes kaltgepresste Öl nehmen. Nehmt aber kein Rapsöl, das muss nicht wirklich sein. Dann brauchen wir einen Behälter. Ich nehme dafür ein Schraubglas, weil sich das schön verschließen lässt. Da drin gammelt nichts. Und es kommen auch keine Insekten rein oder sonst irgendwas, was hier durch den möglichen Geruch eventuell angezogen wird. Das Ganze ist übrigens eine ziemlich klebrige Sache. Ihr könnt mal versuchen, die Blütenblätter mit Handschuhen abzuzupfen. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil man nicht ganz so feinfühlig dann ist. Aber naja, Hände waschen kann man ja auch, habe ich zwischenzeitlich auch noch schnell gemacht. Die Blütenblätter kommen also in das Glas oder welchen Behälter ihr auch immer verwendet. Wichtig ist, wie gesagt, dass er schön verschließbar ist. Das Ganze wird dann gut mit Öl aufgefüllt. Und zwar so weit, dass die Blütenblätter gut bedeckt sind. Ein bisschen umgerührt. Kann man noch ein bisschen mehr machen. So, jetzt habe ich hier ca. 1,5 Liter. Vollkommen ausreichend. Das Ganze stellt ihr am besten ans Fensterbrett. Darf ruhig sonnig sein. Rührt es um oder schüttelt immer wieder mal und achtet darauf, dass diese einzelnen Blütenblätter, die am Rand kleben, nicht oben bleiben. Die könnten unter Umständen zum Schimmeln anfangen. Also immer schön, dass alles schön im Öl drin ist. Und dann funktioniert die ganze Sache auch. Ich mache immer einen ziemlich starken Auszug. Ihr könntet theoretisch auf die Menge Blütenblätter einen ganzen Liter Öl auffüllen. Bei mir mache ich es lieber so, dass ich es intensiver habe und mehr Wirkstoffe in meiner Salbe drin habe. Schließlich produziere ich es für mich selbst. Genau das gleiche habe ich hier vor circa 6 Wochen schon angesetzt. Das sieht in der Zwischenzeit, man sieht, das Öl ist leicht gelb geworden. Es hat also funktioniert, die Wirkstoffe sind in das Öl übergegangen. Das heißt, unser Auszug ist bereits fertig. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch abgießen. Hierzu benutze ich einen Behälter. In dem Fall nehme ich jetzt einen halbdurchsichtigen, damit ihr ein bisschen was seht. Ein Sieb. Und ihr könnt ein Küchentuch nehmen, ein Käsetuch oder aber was wirklich jeder zu Hause hat, ist ein Dreieckstuch aus dem Verbandskasten. Das ist auch ziemlich engmaschig und funktioniert genauso. Nehmen wir also mal was jeder hat. Ja, und dann gießen wir, schauen wir mal, dass man was sieht eventuell, gießen wir das Ganze
sollte eigentlich schon unten rauslaufen. Wie ihr seht, läuft es langsam schon unten raus. Und wir haben hier einen richtig schönen Auszug. Das Ganze sollte dann nachher natürlich noch ausgepresst werden, damit auch das letzte Öl aus den Blütenblättern rauskommt. Mal wieder so typische Sauerei. Aber kein Problem, ist ja nur Öl. Und immerhin wirkt sie ja auch antibakteriell und entzündungshemmend. Das heißt, sollte ich jetzt irgendwelche Wunden haben, heile ich mich praktisch schon wieder selbst. Ja, Medizin aus dem eigenen Garten. Schöne Sache, wenn man es selber machen kann. Dadurch, dass es natürlich auch einen Kreislauf anregt, ist es auch sehr gut als Massageöl einsetzbar. Das heißt, wenn ihr einen Partner habt, der sich gerne massieren lässt oder der euch gerne massiert, könnt ihr natürlich auch problemlos Ringelblumenöl nehmen. So, allzu viel kriege ich jetzt hier nicht mehr raus. Jetzt versuchen wir mal mit der eingeölten Hand ein Glas aufzuschrauben. Lege ich hier auf die Seite, braucht man nicht mehr. Muss ich meine Hände mal ein kleines bisschen entölen. Im Übrigen, falls ihr mal in eurem Auto rumschraubt oder an irgendwelchen anderen Maschinen und ihr habt ölverschmierte Hände und ihr fragt euch, wie kriege ich den Dreck am besten weg, macht's mit Öl. Funktioniert einwandfrei, nehmt euch ein Salatöl oder irgendein anderes Öl, was ihr gerade zu Hause habt. Denn das Öl verbindet sich mit dem anderen Öl und löst sich dann relativ leicht. Das ist nur mal so am Rande erwähnt. Falls ihr den Tipp noch nicht kennt und jedes Mal am Schrubben seid wie bekloppt, funktioniert einwandfrei. So mache ich es immer, wenn ich an den Maschinen rumschrauben muss. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier 900 Milliliter Auszug. Eigentlich schon eine ganz schöne Menge. 900 Milliliter entspricht in etwa 900 Gramm, ein bisschen weniger Öl ist ein bisschen leichter, wahrscheinlich so 850 Gramm. Aus diesem Auszug wollen wir ja eine Salbe machen. Um eine Salbe machen zu können, rühren wir ein weiteres natürliches Produkt in das Öl mit ein. Wir nehmen hierfür reines Bienenwachs. Bienenwachs kriegt ihr am besten beim Imker um die Ecke. In der Regel produziert der Imker um die Ecke nicht solche Platten, sondern der schickt seinen Wachs ein und bekommt die Platten wieder so zurück. Ich weiß jetzt gar nicht mal, was ich dafür bezahlt habe, aber ist eine feine Sache. So eine Platte hat ein Gewicht von, lass mich mal lügen, ich lege mal beide drauf. Wir benötigen also ca. 20% Bienenwachs auf diese Menge Auszug, die wir haben. Bienenwachs bekommt ihr beim örtlichen Imker, also sprich beim Imker um die Ecke, in solchen Platten oder in ähnlichen Platten. Das heißt, der Imker schickt sein Wachs ein, das Wachs wird verarbeitet zu solchen Platten, er bekommt es wieder zurück und ihr könnt es in der Regel bei jedem Imker erwerben. Schauen wir mal, was so eine Platte wiegt. Die hat ca. 50 Gramm.
Brauchen wir also ca. 3 Platten. So genau muss es nicht sein. Wie gesagt, ich brauche nicht in jeder Salbe die exakt gleiche Konsistenz. Ich mache es ja für mich selber. Ja, um das Wachs schmelzen zu können, müssen wir erstmal ein Wasserbad ansetzen. Wachs schmilzt bei so circa, oder Bienenwachs schmilzt so bei ca. 65 Grad. Das heißt, ich schmeiße jetzt erstmal meinen Grill an. Und dazu muss er umgebaut werden. Ja, wahrscheinlich wird es dann gleich hinter mir ein bisschen warm. Wenn der Grill an ist, ist aber kein Problem. Ich habe ein bisschen eine alte Holzkiste und Papier. Schauen wir mal, ob wir das Ding so zum Brennen kriegen. Nicht mit Handschuhen, so viel ist klar. Brauchen wir natürlich noch ein bisschen Holz. So, und los geht's. Feuerzeug habe ich auch schon irgendwo vorbereitet. Mal, ob es direkt anbrennt. Ist heute ein bisschen windig und schon ist es ausgeblasen. Ne, ist es nicht. Aber wie gesagt, wir zeigen ja nicht nur Erfolge, wir zeigen auch Misserfolge. Mal schauen, ob die eine Kiste ausreicht, um das Holz zu entzünden. Ja, der nächste Schritt wird wie gesagt sein, wir machen ein Feuer. Erhitzen Wasser und schmelzen unser Wachs. So, während das Feuer hier schon ein bisschen anbrennt, kann ich euch schon mal den nächsten Schritt zeigen. Wir machen das Wachs in einem Wasserbad heiß und schmelzen das. Wie gesagt, schmelzt bei 65 Grad. Dazu können wir eigentlich auch kleinere Stückchen machen. Stecke ich jetzt hier in ein Glas rein. Wir haben hier schon eine relativ gute Hitzeentwicklung, ich merke es von hinten. So, jetzt habe ich schön eingewachste Hände, prima. Danach brauche ich meine Bratplattform. Ist eigentlich nur eine geschweißte Eisenplatte auf Winkelstahlpfählen. Die steht jetzt hier noch auf dem Holz auf. So. Einen kleinen Topf mit Wasser. Und das Glas schraube ich hier nicht ganz zu, nicht dass Druck entsteht und mir das platzt, sondern ich lege den Deckel lose oben auf. Nur, dass keine Asche reinfallen kann. Ja, die ganze Sache kommt jetzt hier auf meine Platte. Wird ordentlich angeheizt, bis das Wachs schmilzt. Kann ein bisschen dauern, in der Zeit werde ich euch natürlich nicht langweilen. Ich mache hier einen kurzen Cut und bin dann gleich wieder da. Ja, das ist jetzt hier ziemlich warm, direkt am Grill. Ich weiß nicht, wie lange die Kamera das mitmacht, aber ihr seht, das Wachs schmilzt schon langsam. Und sobald das Wachs geschmolzen ist, erhitzen wir noch das Öl auf ca. 35 Grad und dann werden wir es zusammenrühren. Ja, das Wachs ist in der Zwischenzeit geschmolzen. Dann holen wir es jetzt mal von Feuer
Gürtel zuschrauben. Ich hoffe mal, dass das Glas hält. Und als nächstes wird der Auszug erwärmt. Den braucht man nicht ganz so heiß. So, kommt dann ebenfalls auf die Platte. Wird auch direkt wieder anfangen warm zu werden. Hier lasse ich noch den Deckel drauf, dann kühlt es nicht ganz so schnell ab. Vielleicht lege ich hier das Tuch noch drüber. Und sobald beides warm genug ist, wird es miteinander verrührt. Kann nicht allzu lang dauern. Immerhin haben wir eine Wahnsinnsglut unter der Platte. Und die Platte an sich ist selber auch schon ganz schön warm. Auch unser Öl ist in der Zwischenzeit so warm geworden, dass wir es von der Wärmequelle nehmen können. Natürlich ist der Topf tierisch warm. Ich muss jetzt hier mit Handschuhen arbeiten, weil alles ein bisschen arg heiß ist. Aber sowas von heiß. So, als nächstes muss die ganze Sache miteinander verrührt werden. Dazu werden einfach das warme Öl und das Wachs miteinander gegeben. Umgerührt. Und stehen gelassen, bis es erkaltet ist. Ihr habt jetzt natürlich die Möglichkeit, eure Salbe direkt in kleinen Tiegelchen zu füllen oder in andere kleine Behälter, weil schlussendlich mit der Hand kommt man in so ein Glas ja nicht rein. Also am sinnvollsten ist es, das umzufüllen in relativ flache Behälter. Nachdem ich ja jetzt hier einen neuen Auszug angesetzt habe, den ich sicherlich dieses Jahr nicht mehr selbst verbrauchen werde, den habe ich ja hier jetzt heute zu Demonstrationszwecken angesetzt, bin ich am Überlegen, ob wir nicht Ringelblumensalbe in unserem Online-Shop anbieten sollen. Möglicherweise werden wir es machen. Ihr könnt ja mal reinschauen, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir ja, ob was davon verfügbar ist. Eigentlich produzieren wir für uns selber. Aber ist jetzt mal eine Überlegung, die ich so habe. Ja, wie gesagt, jetzt warten wir noch, bis das Ganze erkaltet ist. Man sieht hier, ich drehe es jetzt mal um. Ich werde es jetzt nicht mehr mit extra filmen. Man sieht hier am Rand von dem Glas bereits hellere Stellen. Das ist dann schon erkaltetes Wachs. Hier am Kochlöffel, mit dem ich gerade umgerührt habe, kann man es perfekt erkennen. Hier habt ihr eine fertige Salbe. Könnt ihr euch die Hände eincremen. Wie gesagt, Mund- und Halssalbe selbst gemacht. Aus selbst angebauten Ringelblumen. Wirkt antibakteriell, schmerzlindernd, entzündungshemmend. Einwandfrei auf kleinere Wunden mal drauf. Selbstverständlich kann man Ringelblume auch als Tee genießen. Da funktioniert es genauso. Ihr nehmt die Blütenblätter, könnt die trocknen oder frisch verwenden. Heiß Wasser drauf. Und gut ist das Ganze. Die Wirkung ist dadurch nicht eingeschränkt. Wie gesagt, hat die gleiche Wirkung. Hilft teilweise auch bei Reizdarm. Probiert es einfach mal aus. Lasst mir ein Abo da, ein Like sowieso, teilt das Video und wir sehen uns in einem meiner nächsten Drehs. Bis dann!